Hi Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein ganz, 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 ganz besonderes Video. Denn heute ist es soweit. Ich habe euch lange genug auf die Folter gespannt und heute ist es soweit. Ich darf euch Maxim Giacomo Cosmetics vorstellen und die ersten vier Produkte, die es ab sofort zu kaufen. Und ich bin ganz aufgeregt. Ich habe das Video jetzt schon einmal gedreht. Ich dachte mir, nee, ich habe die Hälfte vergessen. Wir machen es nochmal. Und jetzt bin ich ein bisschen entspannter. Ich weiß, was ich euch alles sagen will und ich bin ganz, ganz glücklich. Zuallererst möchte ich mich von ganzem Herzen bei euch bedanken für überhaupt die Möglichkeit, dass ich das machen kann. Ihr wisst, in den letzten 2 Jahren habe ich einige Produkte mit Catrice und Lovia auf den Markt gebracht und habe ganz, ganz viel dabei gelernt und für mich auch mitbekommen, was möchte ich für eine neue Marke in der Beauty-Welt. Und ich weiß, dass es jede Woche ploppen neue Marken auf der Beauty-Welt neu auf, aber ich möchte etwas ein bisschen anders machen. Ich möchte bestimmte Punkte in der Beauty-Welt verändern und mein Ziel ist es, mit euch gemeinsam eine Marke aufzubauen, mit euren Produkten. Denn ich weiß vielleicht, wie ein Produkt funktionieren muss, aber ihr wisst, was ihr haben wollt. Und deswegen freue ich mich, dass ich Maxim und Giacomo Cosmetics heute mit euch teilen darf. Und ich glaube, wir kommen einfach direkt zu den Produkten. Ich glaube, das interessiert am meisten von euch. Ihr habt mit Sicherheit an Colored Cosmetics gedacht. Und ja, lange Geschichte, komme ich bald zu. Ich darf nur noch nicht drüber reden, aber ich habe einen Drop, einen Launch vorgezogen, um den als ersten zu machen, denn ich glaube, dass das für euch super, super schön sein kann, vor allen Dingen jetzt in den heißen Tagen, wo wir nicht so viel Make-up tragen und wo der Fokus immer noch bei uns auf den Augen liegt, aufgrund der aktuellen Situation. Deswegen freue ich mich, dass ich heute zwei verschiedene handdesignte, handgemachte, vegane und cruelty-free 3D Faux Mink Lashes mit euch teilen darf, die ich in wirklich Handarbeit designt habe. Ich habe einzelne Wimpern genommen, um sie auf ein Bändchen zu kleben und habe hunderte verschiedene Modelle entwickelt und habe das Ganze auf zwei runtergebrochen, bei denen ich der festen Überzeugung bin, dass sie allen von euch gut stehen werden und für alle von euch in Frage kommen werden, auch wenn ihr nicht täglich Lashes tragt. Denn ich finde, die meisten künstlichen Wimpern sind sehr künstlich, sehr dick, hat immer so ein bisschen was von Kamel. Und mein Ziel ist es, mit dieser Marke nicht nur den Fokus auf die eigene Natürlichkeit zu legen, die eigene Schönheit, sondern dass man sich wohlfühlt. Und ich glaube, ich habe das mit diesen beiden Wimpern gemacht. Und ihr wisst, ich trage in den letzten Wochen immer wieder vermehrt Wimpern in meinen Stories, in meinen Videos. Und jetzt wisst ihr auch, welche es sind. Ich trage aktuell auf meinen Augen das Modell She's Cute. She ist wirklich cute. Sie ist da. Sie ist dezent. Sie sitzt. Sie hält. Und sie gibt euch diesen Wachlook. Ihr wisst, meine Wimpern persönlich gehen immer so ein bisschen runter und deswegen war es mir persönlich wichtig, dass ich Wimpern mache, die einen 3D-Effekt haben. Das heißt, die Wimpern gehen nicht nur in eine Richtung, sondern in drei verschiedene. Wir haben eine horizontale, eine etwas höhere und dann eine dünne, die oben nochmal so einen 3D-Effekt gibt, dass ihr wirklich diesen vollen Wimpernaufschlag habt, ohne dass es aussieht, als würdet ihr künstliche Wimpern tragen. Das Bändchen ist super elastisch, es ist nicht hart, ihr könnt es wirklich biegen, ihr könnt es bewegen, ihr braucht es eigentlich nicht zuschneiden, denn ich habe über 100 verschiedene Augen getestet und habe die durchschnittliche Größe daraus genommen. Ich habe geschaut, wie sitzen verschiedene Haare auf verschiedenen Wimpern und das sind die zwei, die ich bin super stolz darauf. Und zwar haben wir hier einmal das Packaging. Mir persönlich war es wichtig, dass wir eine Transition zwischen den Produkten, die ich vorher rausgebracht habe, und diesen Produkten jetzt mit meiner Marke bringen. Und das ist einmal das Packaging. Sehr clean, sehr schlicht, sehr edel. Und was mir persönlich am allerwichtigsten war und immer an erster Stelle stand, ist, dass die Möglichkeit, die Produkte zu recyceln, sehr einfach ist. Deswegen besteht die Verpackung der Wimpern aus drei verschiedenen Komponenten. Wir haben einmal die Papierverpackung, die ihr in den Papiercontainer recyceln könnt. Wir haben diese Metallspitzen, die ihr einfach abmachen könnt. Ihr müsst sie einfach aufschieben. Wertstoffmüll.
Und wir haben dann natürlich einmal, da kann man aktuell nicht schön ästhetisch auf Plastik verzichten, dieses Fännchen, was aber aus einer Art von Kunststoff besteht, genauso wie eine Art Kunststoff von diesem Fenster, dass ihr auch die Wimpern von außen sehen könnt. Falls ihr euch nicht mit Wertstoffrecycling auskennt, man muss gucken, dass nicht verschiedene Komponenten im Kunststoff drin sind, dass man das einfach recyceln kann. Deswegen habe ich lange an der Verpackung gesessen, um diese Verpackung zu machen, die so umweltschonend wie möglich ist. Auch die Wimpern sind so gemacht, dass ihr sie einfach wegwerfen könnt, aber nicht nach einer Benutzung, sondern durchschnittlich nach ungefähr 20 Mal verwenden. Ich habe es tatsächlich auch geschafft, die Wimpern schon 25 Mal zu benutzen. Ihr könnt sie sehr, sehr einfach reinigen, ohne dass sie kaputt sind. Ihr habt meine Pinselseife wahrscheinlich schon zu Hause. Damit könnt ihr die Wimpern perfekt vom Kleber und vom Mascara lösen. Darum geht es aber nicht. Mir persönlich ist es wichtig, dass ich euch sage, warum ich mich für Wimpern entschieden habe, denn ich glaube, dass wir mit Wimpern gerade aktuell und mit Augen gerade viel, viel mehr aussagen, als wir sonst tun. Und ich möchte euch natürlich auch noch das zweite Paar zeigen. Ihr wisst, she's cute, is cute, sie ist für den Alltag. Ich trage sie teilweise auch wirklich einfach so. Wenn ich keine Lust habe, mich zu schminken, bisschen Concealer, she's cute drauf und ihr seht wach aus. Das ist ein bisschen weg von diesen aufgeklebten Wimpern, die man im Kosmetikstudio macht, sondern das ist ein natürlicher Style für jeden Tag, ohne dass es zu viel aussieht, selbst wenn ihr keinen Lidschatten tragt, so wie ich. Das zweite Paar ist eher so ein bisschen Maxim Giacomo Neon Cut Crease. Das ist der Style 100K. Immer noch sehr natürlich, aber da ist ein bisschen mehr Wavavoom drin. Die einzelnen Haare sind etwas länger. Wir haben eine vierte Schicht an individuellen Haaren mit reingemacht. Ihr könnt es jetzt in der Verpackung nicht sehen, ihr werdet es zu Hause sehen. Auch hier gehen die Wimpern in verschiedene Richtungen, um einen natürlichen, aber trotzdem sehr intensiven Aufschlag zu haben. Vorne weniger, außen mehr, dass das Ganze geliftet wird. Und das ist so der perfekte Style für, ja, für abends, wenn wir jetzt endlich wieder rausgehen können und ein bisschen was erleben können. Ein schönes Paar intensive Wimpern, perfekt. Beide zusammen sind so Morning to Abend, aber könnt sie natürlich auch zusammentragen. Ihr könnt 100K als erstes auftragen und she's cute oben rüber und ihr habt doch mal einen doppelten Effekt. Also beide Wimpern sind so konzipiert, dass sie auch übereinander geklebt perfekt aussehen. War mir ganz besonders wichtig für meine Drag Queens und meine Boys and Girls, die einfach auf Boom stehen. Und da bin ich ganz, ganz besonders stolz drauf, auch vor allen Dingen, dass wir auf diesen Verpackungswert viel Wert legen können. Bevor ich zu den Spiegeln komme, zur Verpackung und zum Versand. Ihr wisst, ich möchte mit dieser Marke euch, so vielen es geht, die Produkte ermöglichen, weswegen ich die Preise so weit unten angesetzt habe, wie es geht. Was auch bedeutet, und da bin ich sehr offen mit euch, dass ich den Versand selber übernehme. Solange ich das noch kann, werde ich das tun. Und es bedeutet, dass ich alleine, vielleicht mit Danny, vielleicht mit meiner Mutter, jedes einzelne Paket selber packe, um die Kosten nicht an euch weitertragen zu müssen, dass jemand die Produkte verpackt. Das wird ganz, ganz viel Arbeit für uns, aber das ist es mir wert. Ich möchte euch Produkte geben, auch die zukünftigen Produkte werden in Handarbeit verpackt. Das ganze Paket ist mit Handarbeit verpackt und auch beim Paket haben wir weitestgehend auf Kunststoffe verzichtet. Das Tesafilm ist kein Tesafilm, sondern das ist klebendes Papier. Der einzige Kunststoff, der in der Verpackung sein wird, ist einmal die Verpackung der Spiegel. Und ich weiß, da haben ganz, ganz viele drauf gewartet. Beide Handspiegel sind jetzt endlich da. Die Stückzahl ist sehr gering. Wir haben es wirklich hinbekommen, dass wir das in schönen Farben anbieten können. Einmal im Babypink und einmal in so einem schönen Sagegrün. Perfekt für die Handtasche, perfekt für unterwegs. Ihr seht alles. Das ist ein glasklares Glas, Spiegelglas. Nicht zu leicht, nicht zu schwer. Sind sehr robust. Also mir sind sie schon ein paar Mal runtergefallen und eigentlich funktioniert das ganz gut. Ihr habt in den letzten Monaten gesehen, wie oft ich dazu gegriffen habe, seitdem ich die ersten Muster hier habe, weil es das Ganze so ein bisschen vereinfacht. Und ihr werdet auch immer wieder in Zukunft bei verschiedenen Marken sehen, dass sie auf Spiegel in den Paletten verzichten, was dem Umweltschutz zugutekommt. Und mit diesem Spiegel habt ihr einen Spiegel, mit dem ihr sehr nah rankommen könnt. Perfekt, um jede einzelne Wimper zu sehen, um die Wimpern aufzukleben, um Details zu arbeiten auf eurem Make-up. Und zeitgleich können wir auf zusätzlichen Müll in den Lidschattenpaletten verzichten. Deswegen freue ich mich auch, dass die Spiegel diesmal mit dabei sind. Ich hoffe, dass ihr euch freut. Es gibt nicht viele. Und ich sage euch auch, warum.
Ich hasse das immer, dass ich sagen muss, okay, es ist nicht viel, es ist wirklich nicht viel, was wir haben. Natürlich, weil es einfach, weil wir ein kleines Unternehmen sind und ich natürlich auch erstmal schauen muss, wie nehmt ihr mich als Marke an? Und mir war es auch ganz besonders wichtig, dass ich euch Produkte gebe, um, so als kleines Transition-Produkt. Ich sage es offen, diese Verpackung, dieses Design wird es so nicht mehr geben. Warum, erzähle ich euch ein anderen Mal. Aber das ist der erste und einzige Batch an Wimpern, die es in diesem Design geben wird. Mache ich weiter Wimpern? Vielleicht. Gibt es Colored Cosmetics? Definitiv. Aber dieses Design und dieses Design wird es so nicht mehr geben. Bald werdet ihr erfahren, warum. Aber ich freue mich, dass es jetzt endlich soweit ist und die Sachen ab sofort zu kaufen sind. Ihr könnt das über meine Website kaufen. Versand, wie gesagt, habt ein bisschen Nachsicht mit uns, wenn wir tausende Bestellungen selber hier zu Hause verpacken. Ich habe mir natürlich ein bisschen Hilfe gesucht, aber es kann ein paar Tage dauern. Ich gucke, dass ich wirklich alles so schnell in Tag- und Nachtarbeit hinkriege, aber ich freue mich, dass es jetzt soweit ist, dass ich als kleines, neues Startup-Unternehmen mit meinen ganzen Träumen, die ich habe, an den Start gehen kann. Und ich freue mich auf die nächsten Produkte und auf eine ganz, ganz tolle neue Reise, die ich mit euch gemeinsam starten kann. Und ich hoffe natürlich ganz, ganz doll auf euren Support. Schaut gerne vorbei. Ich hoffe, dass es für jeden reicht, der auch was haben möchte. Ansonsten, ja. Ich hoffe, dass es reicht und ich freue mich, euch willkommen zu heißen in einer ganz, ganz tollen neuen Richtung, die wir gemeinsam starten wollen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Die Links stehen unten. Schaut gerne vorbei. Schaut bei Instagram vorbei. Es gibt einen eigenen Account für Maxim Giacomo Cosmetics und ich freue mich auf euch und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf.